Beyond Space wird am Donnerstag im App Store erscheinen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, wird es dann schon im App Store sein. Wir konnten das Spiel bereits einige Tage vor dem Release testen und somit können wir euch heute ein schönes Fazit liefern. Ja, wir sind jetzt hier im Hauptmenü und gehen dann hier gleich mal auf Spiel fortsetzen. Hier bekommen wir jetzt unsere Einsatzbeschreibung, also unsere Mission, und hier dann uns nochmal die Ziele der Mission einzeln aufgelistet und hier noch Tipps, wie wir die Mission am besten lösen können. Dann hier im Hangar können wir eben zwischen uns aus unseren Raumschiffen wählen. Ihr seht dann hier oben eben immer dann die Daten. Und somit können wir dann eben, je nachdem, was jetzt besser für die Mission ist, ein passendes Raumschiff auswählen. Mit jeder Mission, also immer wenn man, also man schaltet die Schiffe eben mit Bestehen von Levels, von Missionen eben frei. Und wenn man dann sein Schiff ausgewählt hat, kann man dann hier noch eine Waffe auswählen, welche man eben auch durch die Mission freischaltet. Und ja, dann starten wir jetzt auch schon die Mission. So. Ja, ihr seht jetzt hier, obwohl wir auf dem iPad 4 spielen, sind die Ladezeiten nicht so kurz. Das liegt eben daran, da die Grafik eben Bombe ist, wie ihr auch gleich dann sehen werdet. Das überspringen wir jetzt mal. Ja, und jetzt sind wir jetzt hier im Spiel und ihr seht es ja gleich schon, es sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Hier haben wir unser Steuerkreuz, mit welchem wir unser Schiff eben lenken. In den Einstellungen können wir die Steuerung auch auf Bewegung ändern. Das heißt, wir neigen unser Gerät dann, um das Schiff zu steuern. Hier können wir dann, wenn wir also hier, können wir schießen. Das machen wir ja jetzt auch gleich schon. Hier können wir noch einen Boost machen, dass wir eben schneller fliegen. Dieser Boost muss sich dann eben auch immer aufladen, das heißt, wir können nicht die ganze Zeit im Volltempo fliegen. Und ja, auf dem Radar werden uns eben jetzt hier die Gegner rot angezeigt. Eigene Schiffe würden grün markiert sein und Ziele, die wir anfliegen müssen, sind orange markiert. Hier können wir noch unsere Waffe wechseln zu einer stärkeren Waffe. Das ist eben die Waffe, die wir im Hangar ausgewählt haben. Seht jetzt da, wir haben hier auch nicht so viele Schuss. Eben jetzt in dem Fall nur 34. Dann könnt ihr mal einfach mal einsetzen. Dann müssen wir halt noch treffen. Da oben wird unsere Anzeige angezeigt, wie gut, also wie kaputt wir eben schon sind. Seht jetzt hier, ging es ein bisschen zu schnell. Hier können wir noch so ausweichen über solche Moves. So, und dann versuche ich mich jetzt mal besser anzustellen. Bin in solchen Spielen halt nicht so begabt, besonders hinter der Kamera, deswegen könnt ihr jetzt leider keine Glanzleistung von mir erwarten, aber ihr seht ja schon, wie wirklich exzellent das Spiel ist. Und ja, es fesselt eben einfach auch durch die wirklich sehr gute Grafik und sieht einfach, wie aufwendig das Spiel ist. Und es bietet auch viel Abwechslung. Also ihr seid zum Beispiel auch während dem Level dann auch mal steuert ihr dann zum Beispiel mal eine Kanone auf dem Mutterschiff oder so und fliegt eben nicht die ganze Zeit. Dann unterscheiden sich natürlich auch die Missionen. Also es geht jetzt nicht immer nur um Schießen, sondern vielleicht auch mal irgendwas transportieren. Und dann muss man eben auch noch ein bisschen taktisch denken, je nachdem. Und wie gesagt, die Grafik ist ziemlich faszinierend. So, dann sind wir hier jetzt noch in einem kleinen Dialog, den wir jetzt leider nicht überspringen können.
Außerdem wird das Spiel eben wie zu alten Zeiten sozusagen einfach so finanziert, also ihr kauft das Spiel für euer festes Geld und es bietet deswegen auch keine In-App-Käufe, denn die Schiffe und so weiter und die Waffen schaltet ihr ja, wie ihr hier seht, eben nach den Missionen frei und nicht etwa über In-App-Käufe. Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt nochmal eine Mission an, nachdem das Ganze hier geladen hat. Fangen wir nochmal eine Mission an. Ihr seht, selbst im Hauptmenü sind die Ladezeiten etwas länger. Und ja, dann machen wir die Mission einfach gleich mal. Ja, und ihr merkt da schon, wie ziemlich begeistert ich von diesem Spiel bin, da die Grafik eben auch wirklich faszinierend ist, wie viel man eben von einem Mobilgerät herausholen kann. Und ja, für alle, die denen solche Spiele eben gefallen, wird dieses Spiel sehr ganz besonders gefallen. Und auch denen, die solche Spiele vielleicht bisher noch nicht so oft gespielt haben, wird dieses Spiel vielleicht auch überzeugen. Deswegen auf jeden Fall mal eine ganz große Empfehlung von uns. Und ihr seht jetzt hier schon, gibt es bis jetzt noch keine Gegner, sondern wir müssen jemanden treffen. Und ihr seht ja eben die rote bzw. orangene Markierung, die uns dann eben den Wegpunkt zeigt. Dann fliegen wir hier mal ein bisschen hin. Seht hier noch die Entfernung, noch 100 Meter. Dann sind wir am Sterntor angelangt. Dann werden wir eben woanders hin befördert. Das heißt, das Raumschiff fliegt jetzt hier rein und dann kommen wir jetzt eben woanders hin. Kommen wir hier wieder raus. Und weiter geht's. Ja, also schaut euch das Spiel auf jeden Fall nochmal näher an. Und ja, damit würden wir uns auch schon wieder verabschieden von diesem Video hier. Ihr seht jetzt hier, müssen wir einen Ausweg finden. Das heißt, uns wird jetzt nichts angezeigt. Und das meine ich eben mit der Abwechslung. Es gibt viele verschiedene Aufgabenstellungen. Und ja, damit verabschieden wir uns von diesem Spiel, von diesem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.